Ich hab irgendwas Netteres rausgekommen. Okay, meine Frage, wie schlimm ist es im Nether, so von der Skala von 1 bis 10? Also, mit was hast du als Ausrüstung gerade? Steel-Rüstung und mein Ultra-Doomblade. Der Doomblade? Ja, so 8, ne? Ohne Doomblade wird's dann schwierig. Sagen wir so, je nachdem, wenn du 8 als niedrig oder hoch ansiehst. Ja, so 10 ist so, boah, fuck ey, du stirbst eh sofort. Jo, 8. Sagen wir so, also wenn du kein Nethererz abbaust oder so, kannst du da eigentlich gut mit einer 6 rechnen. Naja, Und wenn also du nicht in irgendeinen Netherfisch reinkommst. Das meine ich ja. Die Netherfische sind ja dann, also obwohl, ich hab mit denen gut klargekommen. Ja, ich nicht. Wenn du neben Blöcken stehst und immer auf die einklopfst, dann verschwinden die im nächsten Block irgendwann. Also ja, Netherfish schon in der Form. Aber ich hatte halt Netherfish-Boss. Das wäre weniger schön. Ach ja. Okay. Die machen wirklich Schaden, ja. Ja, ich glaube, dann gehe ich mal bloß mit Iron-Rüstung und so Zeug rein. Noch nur Stahl. Ja, warte mal. Nimm vielleicht lieber meine M-Skin-Rüstung mit. Die hat Fire Protection. Die ist im Nether unglaublich praktisch. Wo wir dabei sind, kannst du mir was Schwefel mitbringen, wenn du schon mal unten bist? Ja, hab ich vor. Okay. Wo bist denn du gerade? Hier, aber ich nehme die Stahlrüstung mit, weil die ist eh gleich kaputt. Achso, das ist aber nicht gut, wenn die eh gleich kaputt ist. Also, du kannst ja einfach so einen Feuerresistenztrank trinken. Ja, das habe ich vor, so ein bisschen Zeug mitzunehmen. Wir haben auch noch eine Regenflask, da ist nur noch ein Schluck drin. Aber trinken würde ich die lieber gleich hier. Also die Flask kannst du mitnehmen, aber so eine Feuerresistenztrank, der noch irgendwie voll ist, würde ich nicht mitnehmen. Das stimmt. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Kobbel mit. Würde ich vorher trinken. Wann haben wir einen Carpenter? Seit Baum. Hast du den gemacht, oder? Hab ich den gemacht? Weiß ich nämlich gar nicht mehr. Dass ich ihn gemacht habe. Zweifel ist aber irgendwie. Weil der Carpenter ist hier noch nicht als gelöst angezeigt. Beim Crafting. Ist es Manual Submit? Nee. Wo ist denn der Carpenter? Zeig mal her. Da hier Bienenkram, Nee, wo steht denn der hier? Analyzing Results. Da. Vielleicht haben wir den mal als Belohnung gekriegt. Ich glaub fast ja. Wär blöd, irgendwie. Mal kurz Carpenter. Den habe ich gebaut. Was Carpenter habe ich gebaut. Okay. Das weiß ich. Den habe ich gebaut wegen, um eben, wie man hier schon sieht, aus Sherrywood Impregnated Casing zu machen. Mit Seed Oil. Weil ich das für eine API-Request brauchte. Die ich ja damals noch gemacht habe, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Damals. Ja, früher mal. Okay, haben wir das da. Braucht noch eine Weile. Wo steht denn das mit der Apiary? Hier in Dirim wird die auch wieder Blazing Pyrrhosium brauchen. Warte mal kurz, können wir nicht einfach mal schlicht und ergreifend ein Steam Dynamo bauen? Dann haben wir ein neues Achievement fertig. Ja klar. Macht das jemand? Oder soll ich das machen? Ja, mach ich. Ich hab grad eh nichts zu tun, bis ich Schwefel bekomme. Ach ja, wie schaut's eigentlich mit deiner Rune aus? Da brauche ich den Schwefel eben für. Achso. Weil ich für einen Aktivierungsstein Flux Electrum Ingots brauche und die brauchen Pyrrhosium. Und das kriege ich nur mit Schwefel. Okay, dann mache ich den Nether jetzt mal unsicher. Also Kupfer und Silber. Machst du gerade eine Steam Engine dann, okay. Futter wäre auch nicht schlecht. Ja, kann dir mal einen halben Stack abgeben. Nee, ich mach mir hier schnell aus Weizen was. Ich hab aber Kartoffeln. Egal. Brötchen sind besser, oder? Ja. Mhm. Geben die Standardbrote auch immer noch 2,5? 1,5. 1,5, ja. Ich hab gedacht, nur die gebackenen von. Okay. Standardbrote das auch tun, das wusste ich nicht. Das ist doch dasselbe, meine ich. Aber man kriegt aber weniger. Ah, okay, ja. Oder so, keine Ahnung. Genau, und die Magnum Torch. Magnum Torch, haben wir da nicht schon eine unten? Magnum Torch ist schon im Meter eine. Ach, da ist schon eine, okay. Jo.
Ja, nehmen wir mal noch eine mit und tun sie dann rein. Warum das? Ja, einfach aus Vorsicht. Achso. So, Einfach aus stehen Spaß dann an der auch. Freude. Der war jetzt wo? Land of Skyblock? Land of Skyblock. Da ist aber einiges Neues dazu gekommen. Bisschen, ja. Beziehungsweise es wurde jetzt irgendwie umstrukturiert, ja? Wird umstrukturiert, ja. Oh, da ist sogar Holz hier. Weil ein paar Sachen hatten wir ja schon. Oh, hier unten ist ja echt sicher. Ich wusste gar Ja. nicht, dass es so sicher hier ist. Claim War das jetzt revoked. sarkastisch oder? Nein, hier ist echt ja nichts los. Ja, das habe ich extra gemacht. Okay, warte, Noch lass mehr mich mal. Austern. Ne lass mich mal Neta kurz. Claim Reward. Nee, nicht im Gebäude, ne? Ganz weit außen. Nee, nee. Ja, aber ich glaube, da brauchst du mehr als eine Eisenpickel, oder? Nee. Also mit Eisen sollte das gehen. Es braucht halt eine Weile, weil die alle irgendwie so infestet sind. Obwohl, sagen wir so, mit der Pickles of the Core ging das sehr schnell. Gut, das ist Pickles of the Core, die macht, glaube ich, mit dem Infested nix. Ich überlege gerade. Achso, ich wollte die Wow. Tasche öffnen. Was macht da so Reward einen komischen. Bag. What the fuck? Was denn? Was ist das? Was ist was? Diese Mini-Viecher da. Ja, Netherfische? die haben Zufällig? sehr viel Leben. Also wenn du da draufklappst, ist es okay. Wenn du das nicht tust, ist das ein Problem. Okay, der Neta ist böse. Der Ach Neta was. ist böse. Deswegen die 8. Sagen wir so, ich kann mit diesen kleinen Viechern locker klar. Ja, ich sehe jetzt nichts mehr und Ja, bin die das ganze geht. Zeit in Spinnenwebs. Das wird dann wieder so ein Boss gewesen sein. Das war ein Boss, ja. Oh, selfish, yo. Ja, ich habe alles in eine Strongbox reingetan, was ich noch hatte. Okay. Nichts verloren. Sand. Noch ein Buch gekriegt mit Repair. Voll toll und so. Boah. Wie soll man so etwas besiegen können? Mit viel, viel Rüstung. Warum steht da eigentlich mein Kopf neben deinem Tisch? Der steht da schon ewig. Damit du mich immer ansehen kannst, oder wie? Als Klar doch. Inspiration, oder wie? Sowas. Einzig und allein aus diesem Grund. Wirk. Ja, versuchen wir mal unser Zeug Das wieder ist zu blöd, kriegen. das Schwert ist knapp zu schwach, um Sammy zu one-hitten. Was zu One-Hitten? Zombie. Ah. Sind ja immer noch da. Die spawnen noch nicht so schnell, das nicht. Die haben dich ganz doll lieb. Ich merk's. Die Und wollen die. durch die Tür glitschen. Aber ganz ehrlich, mit seinem Superwaffen da kriegst du dich eigentlich locker kaputt. Vor allem Zu droppen die einfach. random Items, je nachdem. Also wie gesagt, dieses Invar-Schwert habe ich von dem. Dann irgendwas anderes noch. Jetzt schon wieder hin. Ach, was soll's. Ja, ich glaube, ich gehe da mal mit meinem Doomblade runter. Okay. Dann mache ich mir aber eine neue Stahlrüstung. Übrigens ist hier nicht genug ausgeleuchtet. Bei deiner Dings-Area hier. Ich weiß. Verdammt sicher, wenn ich hier arbeite daneben. Tut mir leid, ich packe jetzt gleich ein paar Fackeln hin. Ob dir das leid tut. Nö. Eben. Wann waren das gerade? An Blutakt. Da waren die letzten Energy-Dinger, okay. Die brauchen wir dann auch gleich. Aura, Aura, Aura. Wow. Ah. Autsch. Ich bin aus dem Spiel rausgetappt und Mini-Zombie am Arsch. Ah. Ich leuchte stärker aus, ist mir jetzt scheißegal.
du das selber nicht kannst. Doch schon dabei. Du bist nicht dabei genug, wie es scheint. Ja doch. Ist er doch. War das F9? Was denn? Nee. Was war das, dass die Spawn-Anzeige angeschaltet hat? F7, glaube ich, war das. Ja. Also irgend so ein F-Ding halt. Das weiß ich auch. Gut. Egal, ich find's nicht. Einzig Nervige an diesen Mistdingern ist diese scheiß Cobweb-Generation. Die was Generation? Cobwebs. Cobwebs, ja. Das einzig Nervige. Ja, doch. Ansonsten hatte ich jetzt überhaupt keine Probleme, die zu besiegen. Wo ist mein Hammer hin? Ach, da. Pjoa, ne? Die sind fast alle One-Hit. Das ist überhaupt kein Ding. Hatten wir nicht mal einen Barrel Fall Invar? Das ist jetzt weiter rechts. Ah. Ich überleg grad, kriegt man hier durch Anschauen von Sachen überhaupt genug verschiedene Aspektpunkte, um das hier alles rauszufinden? Ich glaube schon. Zweifel ist nämlich gerade so leicht. Alter, was die alles droppen, das ist ja krank. Ja? Ja, keine Ahnung, Paintix, Raw Mutton, Invar Boots, Projectile Protection 2. Hab ich doch gesagt. Nugget. Die droppen lauter Mist. Ja, macht keinen Sinn. Und ich hab Red Net Energy Cable, was auch immer. Aber kann das sein, dass die wie Silberfisch sind und sobald man einen angreift, dass viele andere kommen? Ja. Okay. Es sind ja Silberfisch. Praktisch. Nur für Nether. Ja, ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich da so viele krieg. Plastik. Oh, das gibt's ja sogar unsichtbare. Ja, die Bosse gibt's in allen Farben und Formen. Hat irgendwer noch mehr Plastikseiten dabei? Oder Plastik allgemein? Ja. Ich muss die Tür zumachen. Ich hatte sie immer noch einer. Echt viel Plastik gemacht. Das kann nicht alles schon weg sein. Da ist noch welche. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine geile XP für mich. Ja. Oh ja. Level 29. Von wo bist du angefangen? Von null. Was, ja. Okay, das ging gut, ja. Ja, das waren jetzt 5 Minuten oder so. Jetzt bin ich 30, yay. Elektrum Nuggets. Sonst noch Wünsche? Boah, da kommen ja gleich wieder 1000 Stück angeschossen. Mann, ich brauch meine Picke. So, nächste Quest, gleich fertig. Nämlich jetzt. Bin gleich da, soweit. Wie, kommst du auch in Nether, oder wie? Ja. Nee, das nicht. Rating Warp. Oh Gott.
Uiuiui. ME-Kram. 16 Stück jeweils? 16 Stück jeweils. Ich bräuchte eine Chest hier unten. Claim Große Reward. Und das hab ich gekriegt? Monster Was? Jerky! Unsichtbare okay. Pigman. Ah. Wow! Jetzt kommen wieder so viele auf einmal. Irgendwie ist das witzig. Mir gefällt das gerade voll. Eben das eine, meine ich. Ah, ich glaube, ich hab's ja alle. Und eine Fallen Resonant Flux Capacitor. Okay. Weil ich meine, die Zauberstäbe geben mir ziemlich viele Aspekte, aber die kann ich ja alle nicht verwenden, um die einzelnen Sachen zu researchen, ne? Mhm. Gesundheit! Ist mit der Zeit los, das war doch sonst nicht so schlimm. Also im Endeffekt darf ich jetzt alles machen, indem ich die einzelnen Teile, die Primäraspekte nochmal alle... Ach nee, ich hab die ganzen Items noch, ja. Ich geh jetzt mal durch die Items durch, die ich mir alle anschaue jetzt. Na komm. Hier sind aber viel zu viele Endermen. Gibt's im Nether nicht auch Bäume? Ja. Okay, ich brauche Holz. Ist Glowstone auch so infiziert? Guck mal, ich glaube, der dürfte recht viel haben. Was? Infiziert? Ist Glowstone auch infiziert? Ich glaube nicht. Der hat fast gar nichts. Fast gar nichts, okay. Der hat nur so ein bisschen Licht und also ein bisschen davon und ein bisschen davon gehabt. Licht hatte der übrigens nicht, bevor du nochmal fragst. Das war gelogen. Okay. Noch so Interessantes. Ich glaube, die Tinkerers Werkzeug kann man nicht machen. Ja, habe ich schon gelernt gerade. War mir zu OP. Ach ja, stimmt, ich habe ja ein Amulett, dass ich von Feuer nicht beeinflusst werde. Ja, wäre schön, das zu verwenden, hä? Ja, das benutze ich ja. Ach so, okay. Ich brauche Holz hier unten. Ich glaube, ich helfe dir mal da unten. Es macht Spaß, aber du brauchst echt richtig starkes Zeug, ansonsten überlebst du da unten nicht. Na, ich weiß. Stahlrüstung mindestens. Wer weiß. Gut. Ach komm, wir haben genug Diamanten. Ist Diamantrüstung überhaupt besser als Stahl? Ich glaube schon. Diamant gibt volle 10 Rüstungspunkte. Aber wenn du dann stirbst. Wir haben 3 Stacks Diamanten. 3,5. Junge. Warte mal, wir haben 3 Stacks Dias. Ja, 3,5. Warum hab ich mir keine Dia-Rüstung gemacht? Weil du doof bist. Ich merk's. Ja, ich auch. Weil dich Stahl aufgeilt oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwie schon, ne? So ein bisschen. Ja, siehste. Ja, ist halt kaltes Stahl. Ja. Ja, die haben schon sowas Geiles an sich, ne? Ja, so ein Stück weit, ne? Du wolltest Holz haben, egal welches. Ja, ich hab mir eigentlich gerade schon eins geholt, aber kannst trotzdem runterkommen. Okay. Warum hast du irgendwas da unten? Ich wüsste nicht, was... Wie? Danke, ich wollte gerade meine Sachen hinschmeißen und die analysieren. Ich mache jetzt ein paar Chests unten, aber... Schon, wenn ich noch Holz finde. Ich hab Holz im Inventar, also außerdem haben wir Holz im Barrel draußen. Da. Stimmt, das gibt's auch noch. Oh, danke. Die 27 reichen erstmal. Denke ich. Ja. Wäre interessant, wie ein normaler Vanilla-Hopper viel mehr Aspekte hatte als dein blöder Magnet, ne? Mhm.
Was du denn machst. Natürlich macht es Sinn. Magnet ist einfach scheiße. Aber er ist so verdammt teuer. Das macht ihn aber nicht besser. Doch, eigentlich schon. Deswegen ist da auch ganz viel Greed drauf, aber ansonsten. Das Greed drauf, okay. Mehr ist da nicht drauf. Okay, ich habe jetzt 3 Blaze Rods auf jeden Fall schon mal gekriegt. Ender Lily Seeds. Das ist schön. Das ist, ja, ich schmeiß hier mal alle Drops rein. Okay. Einfach aus Blaze Rods kann man sich ja auch ein bisschen was Schwefel rausziehen zumindest. Ja, ich habe eigentlich gedacht für Leder, weißt du? Ja, Schwefel. Versuche ihn erst gar nicht abzubauen. Doch, mache ich. Weil so groß dürfte die Explosion nicht werden. Die Explosion ist nicht das Schlimme. Sondern? Außerdem, er weiß das, glaube ich, dass da Sachen rauskommen, also. Und hinter dir ist etwas Böses. Ein Zorn-Pikmin-Boss, genau. Ah, warte. One hit. Okay. So muss das. Nice. Bodyguard. Mhm. Ist der eigentlich auch die ganze Zeit da gewesen oder ist er gerade erst gekommen? Der ist die ganze Zeit da gewesen. Ich bin ihm bloß ausgewichen. Achso, okay. Warum kommt aus Schwefel kein Mist raus? Weil Schwefel. Weiß ich nicht. Wie ist mit Blei? Blei geht auch, okay. Oder haben sie das jetzt rausgenommen, dass das ganz so stark ist? Sehr cool. Nein, Nether Quartz, cool. Nether Quartz ist immer noch infested. Das merke ich, weil es so ewig ganz mal bauen braucht. Ja, ich brauche bloß schnell eine neue Picke und dann gehe ich wieder ein bisschen Nether Quartz machen. Okay. Hier liegt eine Picke rum. Oh. Eine Picke of Spent Dreams. Oh. Die ist scheiße. Die ist zwar scheiße, aber. Aber cool. Reicht, glaube ich. Die ist zwar scheiße, aber cool. Mhm, so sieht's aus. Wo auch immer die herkommt. Ich hab jetzt schon eine Iron Pick, ich glaube, okay. Das passt. Ja, die habe ich dahin gestellt. Warum Setzlinge? Weil die schon drin waren und nicht zu voll war, die wieder rauszutun. Okay. Hier oben ist auch noch Schwefel, ich baue das mal ab. Okay. Ja, ich habe hier auch noch welches. Oder nee, warte, das dauert wieder so lange zum Abbauen. Was, Schwefel? Hm. Eigentlich nicht. Doch. Nee. Ich habe das in 3 Sekunden mit der Diamanthacke und du mit der Eisenhacke müsstest es doch innerhalb von 5 oder 6 bekommen. Nee, das dauert ultra lange. Okay, dann ist das infested. Dann nehmen wir besser was anderes. Also kann ich das praktisch so erkennen, ob es infested ist? Ja. So erkennst du ja auch die Infested Stones, weil die jetzt ja in der neuesten Version auch so spawnen können und nicht nur in den Strongholds. Nee, das geht alles ultra langsam. Okay. Wo bist du? Kann auch einfach nur eine Pickaxe liegen. Guck mal so. Extra Splinter Dreams, schau mal nach. Die dürfte, glaube ich, Mining Level Stone haben. Nee, ich hab Iron Hacke gerade. Okay. Das hier geht. Okay, dann ist meine Picke zu schlecht. Versuch mal die Diamantpicke hinter dir. Kriegst du Eisen. Oh. Jo. Cool. Gut, dann gehe ich ein bisschen sammeln. Okay, jo, sammel was du kannst. Und ich schau mal. Hier ist der Nether Quartz eigentlich recht günstig gelegen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, der ging wieder so schwer zum Abbauen. Ja, ich weiß, der ist, glaube ich, immer noch infested. Aber hier kann ich schnell wegrennen. Okay, dann bin ich schon mal weg, weil ich habe keinen Regen und keinen Fire Resistance mehr. Ja, habe ich auch nicht.